So, Runde 2, nachdem wir uns schön ausruhen konnten und viel Zeit hatten, drüber nachzudenken. Genau, wir haben uns die Anträge jetzt nochmal ausführlich durchgelesen nach dem ersten Podcast. Hatten dafür ungefähr 20 Minuten Zeit. So ungefähr, ja. Also genau. Eigentlich wollten wir unterbrechen, aber jetzt hat sich's doch anders entwickelt. Ja, so ist das, so ist das. So ist das mit dem Leben. Manchmal kommt es anders. Derweil, meistens, was du denkst. Derweil ist die erste Hälfte schon in der Post-Production. Und wir machen einfach Auphonic produziert für uns. Auphonic, genau, macht die Arbeit, die wir nicht können. Also unser amateurhaftes Hallen wird sicherlich drin bleiben, aber möglicherweise geht das ein oder andere Rauschen weg. Mal gucken. Die machen da so Voodoo. Die machen Voodoo mit MP3-Dateien. Das machen sie gut. Tolles Projekt, unterstützen. Ja, stimmen wir dafür. Wie überhaupt alles, was aus Pritloff Schmiede kommt, ist zu unterstützen. Ja. Der Abschnitt wäre Geschlechter- und Familienpolitik. Da wäre das jetzt Wahlprogrammantrag 25. Familie hat viele Gesichter. Ja, ein sehr allgemeiner Antrag. Ja, natürlich. Kann man unterstützen. Unterschiedliche Lebensentwürfe, individuelle Formen und gleichberechtigtes Zusammenleben, ja. Das entstammt dem Berliner Wahlprogramm. Dann sowieso. Und der Antrag ist eigentlich auch ziemlich gut. Es ist ziemlich allgemein gehalten, wäre vielleicht auch was fürs Grundsatzprogramm. Ja. Kann man aber auch ins Wahlprogramm übertragen, auch wenn jetzt nicht so direkt Forderungen an diesen Teil des Antrags geknüpft sind. Nee, aber es ist zumindest nur. Aber es ist schon mal ein guter Wertekodex. Genau. Grundlage. Gute Grundlage für unsere familienpolitischen Ideen. Genau. Das gleiche kann man im Prinzip auch vom nächsten Antrag sagen, WP 026. Auch der ist aus dem Berliner Wahlprogramm. Freie Selbstbestimmung und freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität und Orientierung. Keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechterrolle. Genau, der enthält auch eine konkrete Forderung, und zwar, dass zum Beispiel im Pass nicht mehr das Geschlecht aufgeführt werden soll, beziehungsweise, dass eben eine Einordnung durch den Menschen, der das sich den Pass ausstellen lässt, selbst vorgenommen werden darf. Ja, auch das, dann möchte ich Eichhörnchen werden. Ja, wenn Eichhörnchen möglich ist, aber ich glaube, Eichhörnchen ist dann nicht so. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es im Amt. Every pony should be allowed to be a squirrel. Ja, nee. Man hört langsam, Torben trinkt Mate. Ja, aber pur. Ja, wir trinken hier pure Mate. Genau. Ja, also WP26, ja, auch gut. Auch zuzustimmen. WP27, freie Selbstbestimmung des Zusammenlebens. Also das finde ich nicht in Ordnung. Unfug. Ja. Unfug. Das ist, wir sind ein abendländisches, christliches Land mit Traditionen und Werten, und das geht gar nicht. Nee. Ja. Vollkommener Humbug, natürlich, klar. Ja, Zustimmung. Zustimmung auf allen Fronten. Klar, also. Auch der ist wieder Ist egal, wer mit wem verpaart ist, das muss eben die gleichen finanziellen Bevorzugungen erhalten oder strukturellen Bevorzugungen wie jedes andere Lebensmodell eben auch. Das vollkommen unterstützenswert. Jetzt sind wir uns zu einig, es sind zu gute Anträge. ja, WP28, freie Selbstbestimmung und Familienförderung. Ja. Ja. Worum geht's hier? Gleichwertige Anerkennung von verschiedenen Lebensmodellen, also eben zum Beispiel Lebensgemeinschaften jeglicher Art, wo schwächere Menschen zum Beispiel versorgt werden, sehe ich hier gerade. Familienpolitik. Ja, jegliche Lebensgemeinschaften, die füreinander Sorge tragen. Ich glaube, der erste, der war noch so in so einer Art Einleitung, weil das kommt mir jetzt so ein bisschen doppelt vor zum ersten, aber der erste war wirklich nur so ein, denke ich, grobe Einleitung, und das hier ist jetzt quasi, oder
die drei sind jetzt diese Ausfertigungen vom ersten Antrag. Ja, auch den, also WP28. Genau, Lebensmodell. Unterstützenswert. Ja, vor allem auch, ja. Schon sind wir raus aus der Familien- und Geschlechterpolitik. Wie, keine Quote? Keine Quote. Nichts, wo es... Da wird der Popcorn-Faktor in dem Bereich am Landesparteitag aber still sein. Ja. Schade eigentlich. Wird wahrscheinlich schnell durch abgestimmt. Ja. Mal schauen. Umwelt- und Naturpolitik wäre der nächste Bereich. Umwelt. Genau. Ich bin ja nicht für Umwelt. Nee, ich mag meine Umwelt nicht. ja, Umweltpolitik im Land Brandenburg, WP032. Ja. Und? Erster Antrag Umweltpolitik ist ein bisschen geschwobel, finde ich. Ja. Also, sagt nichts so richtig aus. Soll wahrscheinlich eine Einleitung sein zum Umweltprogramm. Ist aber auch nicht so super gut. Ja, hätte man irgendwie schöner schreiben können, glaube ich. Schadet jetzt aber auch nicht so großartig. Denke mal, es ist besser als nichts für den Anfang. Könnte man noch verbessern im Laufe der Zeit, bevor die Wahlen sind und wir das Wahlprogramm fertig haben müssen, glaube ich. Ja. Sehe ich ähnlich. Okay. WP033. Nachhaltigkeit und Beständigkeit. Ja, da geht es darum, dass man mit den Ressourcen verantwortungsvoll umgeht, die wir zur Verfügung haben, und dass wir versuchen sollten, für unsere nachfolgenden Generationen die Ressourcen schonend zu verwenden und eben nicht zu verprassen, wie wir es heutzutage tun, dass man versucht, in irgendwie die auf nachwachsende oder regenerative Ressourcen zu setzen und bei an, also ja, nach, also kann man zustimmen. Ja, also ist vollkommen in Ordnung. Auch ja, denke ich auch. Also ist die Frage, was wir mit denen machen, die keine nachfolgenden Generationen in die Welt setzen, die dürfen weiter verpassen. Nicht? Oh, na gut, dann lasse ich das jetzt auch mit meinem Kohle vor. Also nee, guter eigentlich, Antrag. Eigentlich eher nicht. Ja. Guter Antrag. Guter Antrag kann man so lassen. Bei 34, Wahlprogramm Antrag Nummer 34, Weiterentwicklung des Landesinformationsgesetzes. Das deckt sich ja auch mit den Forderungen nach, also das ist im Prinzip Umweltinformationen eine Bringschuld sind der Behörde. Das deckt sich ja auch mit den Forderungen zu Open Data, die wir vorher schon hatten. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Also ich denke mal, da wird schon relativ viel veröffentlicht, aber ob das dann maschinenlesbar ist und so. Es gibt Sachen, die ich glaube beim Bodenschutzrecht, ich weiß aber nicht mehr, ob das noch der Fall ist, konnte man sogar, ich weiß nicht genau, wie das nach Parzellen gegliedert war, ob das aber man konnte nach Bodenverunreinigungen schon online suchen. Das war eine ganz hässliche Webseite mit einer ganz grottigen Suchmaschine, aber es war zumindest im Netz gewesen. Also da gibt es auf jeden Fall schon viel. Und ja, unterstützenswerter Antrag auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ausbauen das Ganze. Ausbauen. Genau. Das Gleiche kann man im Prinzip zu WP35 sagen. Verbandsklagerecht für Umweltverbände. Ja. 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 Das ist vernünftig. Also ja. Ja, wahrscheinlich nicht nur für Umweltverbände, also gut, das passt jetzt natürlich in den Umweltbereich, aber in anderen Bereichen kann man sich genauso Verbandsklagerecht wünschen. Ja, so bei Verbraucherschutz zum Beispiel, wo es ist auch sehr wünschenswert, ja, definitiv. Ja, genau. Nicht überall, also es gibt schon durchaus einen Grund, dass man Popularklagen nicht zulässt, sondern dass man schon selber betroffen sein muss. Aber die Umwelt hat selten das Geld, um sich einen Anwalt zu nehmen. Und deswegen, ja, wenn ein Eichhörnchen klagen will oder ein Pony, dann schwierig. Genau, wird's schwierig. Verbandsklagerecht für Umweltverbände, ja, unterstützenswert. Der nächste Antrag, WP036, Luftverschmutzung reduzieren. Nein, Lichtverschmutzung. Entschuldigung, Licht. Licht. Ja, natürlich Licht und nicht Luft. Die Luft kann weiter verschmutzt werden, wir kümmern uns um die Lichtverschmutzung. Nein, Schatz beiseite, ist natürlich ein
Also, ja, ich sehe es als legitimes Anliegen. Und man muss sich ja auch halt vorstellen, ob das wirklich so effektiv ist unter auch anderen Gesichtspunkten, also jetzt nicht der Lichtverschmutzung, sondern halt auch der Energieverschwendung. In der Regel sind ja Straßenlaternen irgendwelche Natrium-Dampflampen, die da mit ein paar hundert Watt ballern, was halt durchaus effizienter wäre, wenn man bodennah mit LED, also wirklich nur die Bereiche anstrahlt, die man sehen muss. Wir strahlen momentan einfach einen riesen Flächendinger aus. Und das voll. Aber hier geht es ja um die Lichtverschmutzung. Und es ist klar für, also dass Autobahnen jetzt nicht beleuchtet werden müssen. Das ist in Köln übrigens die Regel. Das ist vernünftig, weil alles, was auf einer Autobahn unterwegs ist, sollte in der Regel so ausgestattet sein, dass es leuchten kann. Okay, bei Landstraßen sehe ich es ähnlich, aber es ist halt im innerstädtischen Bereich, vor allem, wo man zu Fuß geht. Ja. Ich glaube nicht, dass das halt geht. So. Das ist. Ja, also man kann es reduzieren und. Man ja, kann da auch noch ziemlich viel verbessern, also. Ja. Man kann sich auch vorstellen, mit Hilfe von, Bewegungsmeldern oder sowas irgendwie Licht extra anzumachen, wenn da nichts los ist in einem Ort oder so, ist, kann man auch noch Energie sparen und sowas. Ja, kann man zustimmen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mache oder ob ich mich da einfach enthalte, das weiß ich noch nicht. Ja, ist nett. Ja, das Anliegen ist auf jeden Fall gut, das kann ich durchaus nachvollziehen. Es nervt ja auch, dass man in der Stadt keinen vernünftigen Sternenhimmel sieht, ne? Ja, also Leute, das ist schon. Ja, aber das ist natürlich ein egoistisches Ziel. Also Astronomie interessierter, die nervt das ganz schön. Ja, garantiert. Der nächste Antrag, WP037, freier Zugang zu Naturschönheiten, Erholungen in freier Natur. Tja, das ist ein. Ja, das Anliegen finde ich jetzt nicht sonderlich verkehrt. Ich frage mich, ob das jetzt so ein bisschen auf die Griebnitzsee-Geschichte auch anspielt. Das erscheint mir irgendwie der nächste Antrag zu sein. Ach so, okay. Da geht nämlich um die Privatisierung großer staatlicher Flächen. Ah ja. Ja, nee, also freier Zugang zu Naturschönheiten? Jein. Ich gehe gerne wandern. Und das Problem ist, da wo Menschen sind, ist selten ein pfleglicher Umgang mit der Natur zu beobachten. Und auch wenn man hier in Brandenburg im Wald geocachen geht oder auch spazieren geht, trifft man auch häufig Anzeichen von hochentwickelter Zivilisation in Form von leeren Alkoholgefäßen und anderen Müll wie Kühlschränken und Autoreifen. Also so ein häufig ist der freie Zugang zur Natur eben auch gleichzeitig verbunden mit der Vernichtung. Also sicherlich, ja, ich finde, ja, den Zugang sollte es geben, aber es ist halt durchaus, also daneben muss man gucken, wie man das regelt, also mit Wegen, ob man es vielleicht dann doch, ja, ich weiß es nicht. Also klar, grundsätzlich bin ich dafür, aber es ist halt immer nur so eine Frage. Ich meine, man muss ja nicht eine asphaltierte Straße ins Naturschutzgebiet bauen, damit da jeder Biberdämme gucken kann oder auf Biberdämmen-Partys feiern kann. Ja. Aber ansonsten, ja. Ja, kann man unterstützen. Ich denke schon. Der nächste Antrag, WP38, keine Privatisierung großer Flächen. Tja, ich bin sowieso kein Freund von Privatisierung. Also, ja. Und das ist halt das Problem, wenn Wälder verpächtet werden oder sowas, dann gibt der Staat natürlich dann auch ein bisschen Verantwortung ab. Und ja. Ich habe ein Problem, wenn größere Naturflächen in dem Sinne der Öffentlichkeit dann vorenthalten werden können. Mhm. Also wir hatten das in der Schweiz, in Österreich, wo schöne Kletterrouten in Felsen eingeschlagen waren, wo man wunderbar hätte klettern können, aber die Wiese, um zu dem Felsen zu gelangen oder zu der Felswand zu gelangen, klettern ist da auch durchaus erlaubt,
die wurde eben an einen Bauern verpachtet, der, sagen wir so, ziemlich energisch darauf beharrte, dass diese Wiese keiner kreuzt, und entsprechend konnten wir da nicht hin. Im Griebnitzsee haben wir den Spaß mit dem Uferweg, der dann zugemacht wird. Private Wassergrundstücke und solche Geschichten. Ich finde das mit, ja. Es bringt einen Haufen Kohle für den Staat, aber ist halt auch ein, wie gesagt, großer Verlust so für die Gesellschaft irgendwie, wenn man das den Zugriff entzieht. Also ich finde es gar nicht weiter schlimm, wenn jemand da irgendwie ein Haus baut und das als seinen Privatbesitz ansieht, aber das trotzdem öffentlich zugänglich macht oder so, aber das machen ja nur sehr wenige. Ja, also ich sehe da auch ein großes Problem. Und das Zäune, weniger Zäune. Ja. Ja, muss doch alles abgeschlossen sein. Der Pöbel darf doch nicht über den. Nee, also ich finde, ja, den Antrag kann man unterstützen. Also für dich unterstützen, aber ich bin da ja sowieso. Dieses Privateigentum und so und. Ja. Der nächste Antrag. WP040. Stärkung regionaler Anbieter und Versorgungsstrukturen. Ja, den Antragstext finde ich jetzt erstmal nicht problematisch. Verstehe auch nicht so ganz genau, was damit jetzt alles gemeint ist. Wenn ich könnte mir so denken, so gerade so Wasserversorgung, regionale Infrastruktur. Was gehört dann dazu? Weiß ich nicht. Ja, aber grundsätzlich bin ich auch dafür, dass bestimmte Sachen, das ist halt auch wieder so irgendwo eigentlich so ein Wirtschaftsantrag eher, weil, ja, natürlich müssen wir viele Versorgungsstrukturen regionaler gestalten. Das ist gerade im Kontext des Umweltschutzes sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ich frage mich gerade, worauf bezieht sich dieses Ausbau lokaler öffentlicher Infrastruktur? Ja, also genau. Die Versorgung mit regionalen Gütern oder wie? Ich weiß es, das ist eben genau das, was ich auch meine. Also grundsätzlich, mir fallen da halt viele Sachen ein. Ne? Man kann da mit Lebensmitteln anfangen. Ist ein bisschen. Was halt, wo halt die Frage ist, inwieweit da Einfluss genommen werden kann. Also ich meine, ja. Wir können nicht Lidl verbieten, seine Produkte anzubieten. Wobei da steht auch nichts von Lebensmitteln oder so. Also das ist wirklich ziemlich knapp und uneindeutig, der Antrag. Ja. Finde ich ein bisschen schwierig. Der sagt irgendwie irgendwas aus, aber hat keinen Bezug zu Dingen. Ja. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wo er schadet. Also, naja, kann man sich Gegenstimmen würde ich jetzt nicht. Ich überlege, ob ich vielleicht sogar dagegen stimmen würde, weil der sagt da tatsächlich irgendwie gar nichts aus, weil er überhaupt keinen Bezug zu Dingen, also zu irgendwas hat. Ja, regionale Anbieter stärken, aber was hat das denn mit öffentlicher Infrastruktur zu tun? Das kannst du vor allem auch nicht tun. Das kannst du auch vor allem nicht so ohne weiteres tun. Also haut irgendwie nicht hin. Du kannst nicht so ohne weiteres einfach lokale Anbieter subventionieren, ohne weiteres. Also da hast du halt, du hast halt Wettbewerbsprobleme dann, und wir sind dann. Sollte die EU nach unserer Landtagswahl noch existieren in ihrer jetzigen Form, dann kannst du das eh nicht machen. Du darfst nicht in den Markt so eingreifen. So ohne weiteres. Gibt's genügend Methoden drumherum, aber ja. Ja, ich kann halt die Intention irgendwie in die Richtung, in die es gehen könnte, versuchen. Ja, zu verstehen, ist aber echt, aber da muss man echt viel interpretieren. Also ich finde den echt nicht gut gelungen. Nee, stimmt schon. Da fehlt mir echt der Zusammenhang. Ja, okay. Finden wir den im nächsten Antrag? Nee. WP041, Kleingartenanlagen. Den Erhalt naturgelegener Kleingartenanlagen und Wochengrundstücke. Weiß ich nicht. Das ist ja fast das Gegenteil von dem anderen. Eben, genau. Das ist auch das, was mich... Das ist so...
der Reiche darf keine Zäune bauen, aber es soll für niedrige Einkommen möglich sein, sich einen Zaun hinzusetzen. Ja, ich weiß nicht, also genau das Problem habe ich so mit Kleingartenanlagen, aber das ist für mich irgendwie so der Muff der 50er Jahre der Bundesrepublik da. Ich bin da aber, ja. Also ich finde es natürlich schön, wenn man in einer Stadt wohnt und man hat die Möglichkeit, irgendwie einen kleinen Garten zu haben, wo man dann ein bisschen Gemüse anbauen kann und sich mal entspannen kann oder so. Ja. Aber gut, ja, erhalten, okay, aber muss man vielleicht nicht unbedingt ausbauen und schon gar nicht irgendwie ins Land ziehen damit. Nee, also ich glaube auch, dass man eher irgendwie auf kollektiv nutzbare Flächen und sowas setzt, als dass man jetzt irgendwie anfängt, überall Parzellen zu machen. Also da bin ich eher dafür zu sagen, wirklich die Naherholungsgebiete vernünftig zu pflegen und Möglichkeiten anzubieten, da was zu machen. Also so, ich meine, zum Beispiel im Bugerpark gibt es ja auch die Möglichkeit, sich kleine Gärten in kleine Gärten einfach zu begeben. Man kann sie ja da mieten oder da rein, um irgendwie eine Feierlichkeit zu veranstalten in der Natur. Also was halt eben von allen genutzt werden kann. Aber ich bin jetzt auch nicht dafür irgendwie, dass man die bestehenden Kleingärten verbietet. In der Uni Potsdam wollen sie jetzt ein kleines Gartenprojekt starten, wo sie ein bisschen was anbauen wollen und das ist dann von und für Studenten. Das ist auch so ein... Ja, und nicht für Wildschweine. Und nicht für Wildschweine, da soll eins Raum drogen. Genau. Aber das war was ganz anderes. Aber ja, Kleingarten an. Ja, den Antrag, ich würde mich da enthalten, glaube ich, einfach. So, und als nächstes. Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen, WP 062. Das Pendant zu Umweltorganisationen. Ja, hätte ich eigentlich mit darunter subsumiert unter Umwelt, aber ja. Gut, dann machen wir es nochmal einzeln und ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Und der WP 077? Vielfalt statt Monokulturen. Ja. Tja, ja. Ja, ist... Also, ja, es ist schön. Also, ja. Ich meine, Feld irgendwie oder Mischwald oder was man sich da alles so vorstellen kann, ist Mut zum Urwald, ja. Ne, das ist besser für die Umwelt auf jeden Fall und besser auch für die angebauten Pflanzen, aber eben schlechter abzuernten dann solche Dinge. Da kann man sich noch Dinge einfallen lassen. Also von daher, ich denke, das ist sinnvoll, da für Vielfalt zu plädieren, aber wird wahrscheinlich schwierig, das in unserer durchökonomisierten Welt. Ja, aber den Antrag würde ich unterstützen. Jetzt muss ich aber. Ich denke mal, ich muss niesen. Und jetzt. muss ich. Auf Band. Jetzt haben wir es auf Band. So, ich habe genossen. Entschuldigst du dich bitte bei den Zuhörern? Entschuldigung, liebe Zuhörer. Denn wir sind ja vernünftig erzogen. Ja, wer weiß, ob das überhaupt jemand hört. Das machen wir hier in erster Linie für uns, damit wir informiert sind. Genau. Wir zwingen uns, alle Anträge zu lesen. Ja, und vielleicht hat ja noch jemand... Und Unsinn darüber zu erzählen und sie... Ja, Torben erzählt gerne Unsinn. Hey, es ist übrigens ganz schön früh. Aber weiter. Zwei. Ja. Also Monokulturen. Du bist da unentschlossen. Nee, ich bin auf jeden Fall. Du willst Monokulturen und willst möglichst Monsanto gesignte Roundup Ready. Ja, ja. Nee, gar nicht. Nee. Ach, so, das hat also stimmt jetzt Antrag auch zu. Ja. Ist zwar ein bisschen in der Realisierung vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Da kümmern wir uns später drum. Vielleicht finden wir da noch effiziente Anbaumethoden. Ja, dann der nächste Antrag wäre der WP 86. Oh, warte mal. Effizientere Anbaumethoden. Ich glaube, aber da bin ich halt nicht in meinem Gebiet drin, um Gottes Willen. Ich kenne mich mit Umweltrecht noch nicht, Umweltkram noch nicht aus. Aber ich glaube, dass es durchaus effizienter sein kann, vor allem für die Bodennutzung, wenn man eben nicht Monokultur benutzt. Also gerade...
wenn man Monokultur benutzt, musst du extrem viel düngen und. Also die Folgeschäden musst du ja auch reinbedenken. Grundwasser wird versetzt mit irgendwelchen Stoffen. Das muss dann wieder entsprechend geklärt werden. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht Vielfalt und gegen Monokulturen, ob das nicht wirklich auch wirtschaftlich, ob das wirklich wirtschaftlich so viel nachteiliger wäre. Also da wäre ich gar nicht mal so sicher. Fällt mir gerade so ein. Also das ist so gegen. Aber nee, das ist auf jeden Fall besser für den Boden, aber ja, ja, und ob das und auch für besser für die Pflanzen, weil die leben ja teilweise auch in Symbiose mit anderen Pflanzen. Eben. Und schützen sich dadurch vor Schädlingen und solche Geschichten. Aber ne, man kennt ja die Erntemaschinen. Die Erntemaschinen. Ja, klar, aber so, ja, das stimmt, das definitiv. Aber ja, da können wir sie ein bisschen zu befragen. Also auf jeden Fall unterstützenswert, aber schauen wir mal. In der Praxis muss man dann noch dran arbeiten, denke ich. Ja, dass man das irgendwie besser hinkriegt. Programmantrag 86. Umweltschäden Flugverkehr. Tja. Also, ja, das ist einmal ein Element drin zur Minderung der Lärmbelastung oder Gesundheitsbelastung. Nachtflugverbot 22 bis 6 Uhr. Da denke ich, kann man zustimmen. Also, ich denke auch, dass nicht unbedingt auf Teufel komm raus immer geflogen werden muss und dass sich da auch durchaus Spielräume gibt, um da eben Nachtflugverbote einzuführen. Das halte ich durchaus auch für sinnvoll. Ansonsten enthält der Antrag für mich viel, was eh schon irgendwo gemacht wird. Also natürlich wird auch jetzt schon, auch wenn das für die jeweiligen Betroffenen möglicherweise nicht den Eindruck hat, aber natürlich wird auch jetzt schon geguckt, also es wird nicht ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten so ein Ding dann gebaut. Das ist, mag in der Summe vielleicht so funktionieren oder so aussehen, aber theoretisch gibt's auch jetzt schon die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Theoretisch gibt's auch jetzt schon die Pflicht, da eben nicht ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien zu entscheiden. Das ist halt alles so ein bisschen, Ja. Also was die Überwachung des Flugverkehrs beziehungsweise die Emissionen oder den Lärm oder so angeht, da bin ich ja d'accord. Das geht ja auch so ein bisschen in diese Open-Data-Geschichte so. Ja, machen. Ich weiß gar nicht, wird ja sowieso, glaube ich, gemacht. Es gibt ja auch verschiedene Start- und Landeverfahren, glaube ich, wo die irgendwie lärmfreudiger sind und andere sind etwas emissionsärmer und da wird, glaube ich, eh schon gemessen. Und das sowas dann halt freizustellen wäre, ja. Also, aber in der Summe finde ich den Antrag, also da vermischt halt ein bisschen was und ja, weiß ich nicht. Ich wäre für Enthaltung. Bin da auch noch relativ unemotional bezüglich des Antrages. Und ja, schauen wir mal auf den Parteitag. Ja. Der Wahlprogrammantrag 097, die landesweite Lärmkartierung. Daten. Und frei verfügbar. Befreit die Daten. Ja, machen. Das gleiche bitte auch mit Funkmasten. Gibt's schon, aber katastrophal schlecht. Allerdings weniger aus Umweltgesichtspunkten bei den Funkmasten. Ich habe jetzt hier keine Angst vor der Strahlung oder so, aber einfach nur, damit ich weiß, wo ich was kriegen kann. Finde ich nicht verkehrt, den Antrag. Kann man zustimmen? Super. WP 39. Ah, wir sind in der Verkehrspolitik angekommen. Schau an. Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Ausbau des Angebots freier und öffentlicher Individualverkehrslösungen. Ja, also an sich auf jeden Fall stimme ich mit fast allem da ein, ob da jetzt wirklich Ausbau von, oder hier diese, also es soll erstmal der öffentliche Nahverkehr überhaupt gefördert und ausgebaut werden. Vorrangregelungen gehe ich vollkommen d'accord mit. Höhere Taktung möglicherweise auch, je nach Bedarf sicherlich. Ein bisschen fraglich finde ich das mit dem individuellen ÖPNV vor allem, also das finde ich nicht fraglich, das würde ich mir gerne erklären lassen.
Aber das so gerade mit diesen Elektroautos, das ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade bei diesen Elektroautos häufig das Gefühl, dass das so ein bisschen der Voodoo ist, mit dem man uns davon ablenkt, dass uns irgendwie das Öl ausgeht. Ich halte das Elektroauto bis jetzt zumindest noch nicht für irgendwie die Lösung. Da sollen sie mir erstmal zeigen, dass das mit der Energiespeicherung oder mit der alternativen Energiegewinnung irgendwie vernünftig und effizient und ohne irgendwelchen Dreck funktioniert. Ich sehe da noch nicht so wirklich die Lösung unserer Mobilitätsprobleme. Naja, für den Stadtverkehr kann so ein Elektroauto schon ganz nützlich sein. Ja. Also gerade so Leute, die jetzt ein Haus haben in der Stadt, ja, und ihr Elektroauto aufladen können. Okay, also die können halt damit zur Arbeit fahren und wieder zurück und können einkaufen fahren und wieder zurück und können halt damit das Elektroauto mit ihrem präferierten Strom aus Wind, Wasser, Sonne, was auch immer betanken. Ja. Ja, aber grundsätzlich klar. Also wir müssen uns um den Verkehr Gedanken machen. So wie bisher geht's nicht. Definitiv nicht. Und ja, und uns geht das Öl aus. Huch. Wenn die ganzen blöden Geländewagen endlich aus den Innenstädten verschwinden, würde ich mich auch freuen. Aber vielleicht füllt sich das Öl ja immer wieder nach. Ja, ja, das wächst nach. Also da gibt's ja dann auch. Also das ist ja alles eine Verschwörung. Nee, klar. Also den Antrag, finde ich, kann man unterstützen. Ja, finde ich gut. Ich gehe einfach weiter. Mhm. WP 78, Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs. Ja. Ja, verdammt. Zum Beispiel wäre es unglaublich nett, wenn die Stadt Potsdam, heute war wieder ein Stadtfest am Luisenplatz, nicht die einzigen beiden Bühnen, die für dieses komische Fest da aufgestellt hat, bam, auf deinen Fahrradweg gestellt hätte. Die gesamte Fläche war frei, aber da, wo die Fahrräder am Brandenburger Tor vorbeifahren mussten, standen eine Hüpfburg und eine Bühne. Ja, vom Nauener Tor wird man wahrscheinlich regelmäßig platt gefahren, so wie da die Verkehrsführung ist. Ja. 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 Steht auch noch drin, dass die, also nicht nur die Förderung von Fuß- und Radfahrwegen, sondern auch, dass die für Menschen mit Behinderung eben auch geeignet sein, ja, sollen. Das ist, ja, das ist auch ein Riesenproblem, dass da auch. Da finde ich, sollte zum Beispiel auch die Stadt ein bisschen mehr unterwegs sein. Ich meine, in der Innenstadt gehen sie ja eh schon Tickets verteilen wie verrückt. Das finde ich ja auch gut. Dass sie da halt vor allem, das fällt mir in der letzten Zeit, seitdem ich Raul häufiger lese oder höre und mich mit Barrierefreiheit beschäftige, auf, dass ja gerade in der Potsdamer Innenstadt die ganzen, es sind häufig große Fahrzeuge besonders rücksichtsvoll vor den abgesenkten Bordsteinen parken, was dann sicherlich genial ist für Rollstuhlfahrer, wenn sie die Stufen runterfahren müssen, weil der Porsche Cayenne da parkt. Das mag für den Porsche Cayenne-Fahrer sicherlich unglaublich bequem sein, aber es ist halt dann halt auch, da muss man halt ein bisschen sensibilisieren. Das Ticket kostet doch nur 10 Euro. Ja, nee, also das ist genau, da muss auf jeden Fall was getan werden. WP42. Zu Energiepolitik. Energie. Energie ist ja was für Captain Picard. Ja, Energie ist immer gut. Energie für die Zukunft. Tja, dezentrale, transparente, nachhaltige, partizipative Energieversorgungsstrukturen. Yep. Klingt irgendwie alles gut. Also bei mir springt da sofort die ganze, diese Lichtblick-VW-Kooperationsgeschichte in den Kopf da, wie so Kleinstblockheizkraftwerke in Wohnungen setzen. Ja, finde ich auf jeden Fall deutlich besser als das derzeit von unserer Energierevolutionswende getriebenen Fortschrittskanzlerin, die, nachdem sie die Riesenmeiler dann doch nochmal angeguckt hat und sich überlegt hat, Atomkraftwerk, Flugzeug, Scheiße, da kann ja was. Da hat sie sich dann gedacht, Mensch, machen wir doch nochmal wieder Riesendinger auf und bauen wir, beziehungsweise lassen wir unsere Freunde riesige Farmen bauen. Es ist halt Quatsch und dann fällt plötzlich auf, dass die Leitungen nicht da sind. Ja, es ist halt Unfug. Ja, ich finde auch möglichst kleine, genau, Einheiten schön,
möglichst dezentral, weil wenn mal was ausfällt, ja, dann kann man sowas ausgleichen. Aber es ist alles noch ein bisschen schwierig und da muss auch noch viel Entwicklungs- und Gehirnschmalz reingesteckt werden. Ja. Gerade wo du die Blockheizkraftwerke ansprichst, das sind, glaube ich, auch keine Dinger, die man jetzt in der Privatwohnung verwenden kann, weil doch. Da muss man sich, ja, doch, sagst du, aber da muss man irgendwie einen Mindestverbrauch von 3 Familien haben und da muss man sich dann irgendwie schon mit 3 Leuten zusammentun. Ach so, ja, ja. Also 3 Häusern, ja. Irgendwie und. Aber es ist schon mal ein Anfang. Und ja. Da muss auf jeden Fall was getan werden. Ich denke auch, dass das sinnvoll ist. Ja. Also da wäre ich auf jeden Fall für. Und der Antrag ist ja auch recht allgemein. Also da kann man nicht viel falsch machen. Ja. WP 43. Ziel der Energiepolitik im Land Brandenburg. Ja. Also der erste Eintrag war wieder die Einleitung und jetzt kommt anscheinend so die Ausgestaltung dieses Antrags. Und hier geht es darum, dass eben keine weitere Konzentrierung auf Großkraftwerke erfolgen soll und dass eben die Ausweisung von der Energie oder der produzierten Energie, woraus die Energie produziert wurde, eben den Tatsachen entsprechen soll und dass da nicht irgendwie die Zertifikate in Ökostrom umdeklariert werden soll. Ich glaube, das ist alles ganz positiv, was da steht. Das kann man durchaus so stehen lassen und ins Programm schreiben, glaube ich. Ja. WP 44, Nachhaltigkeit der Energieerzeugung. Mhm. Ja, also auch wieder um die Produktion. Genau. Ja. Also, woraus produziert man Energie? Das ist natürlich hier so ein Ökostromantrag. Geschlossene Kreisläufe, Stoffkreisläufe oder? Ja klar, da sollten wir hinkommen. Definitiv. Und auch um uns selbst versorgen zu können und nicht abhängig zu sein von anderen Ländern. Genau. Die uns dann Gas oder Öl bringen. Oder abdrehen. Oder abdrehen. Ja. Oder alle gehen. Also 44, ja. Und 45? Ablehnung von Fracking. Ja. Also, ja. Ja, ich glaube, wir wollen kein Fracking. Fracking, ich habe mich nur ein paar Mal reingelesen. Das hört sich irgendwie so ähnlich an, wie wir testen mal, ob Atommüll hier in diesem Salzbau ewig hält und schmeißen die Fässer so. Also es hört sich einfach dumm an. Also ich habe da bis jetzt noch nicht viel Sinnvolles von gehört. Naja, man pumpt halt irgendwie so ein Chemiegedöns in die Erde und hofft, dass dann da Gas oder Öl rauskommt, das man dann verwenden kann. Ja. Und was mit dem Chemiegedöns da unten passiert, das interessiert halt nicht mehr. Und ob das irgendwie das Grundwasser verseucht oder so, das ist alles hochgradig gefährlich, einfach nur um Öl und Gas, so die letzten Reserven von Öl und Gas irgendwie zu bekommen. Und das ist... Das scheint mir auch eine ziemlich dämliche Idee zu sein. Unglaublich dämliche Idee. Ja. Ähnlich wie Ablagerung von Kohlendioxid im Boden. Das ist alles Unfug. Das ist, um an alten Technologien festhalten zu können. Ja, das ist genau. Das ist so eine Augenwischerei wie mit dem sicheren Endlager von Atommüll. Das ist halt Humbug. Da müssen wir uns lange drum kümmern. WP 46. Gleichberechtigter Netzzugang. Netzneutralität. Yay. Für Strom. Immer Netzneutralität, ja. Und auch für Stromnetze, gerne. Und immer. Und Gasnetze. Ich bin für alle Netze, dass alle Netze frei sind und neutral. Soweit es eben geht. Frei und neutral. Beim Schienennetz hat man es. Beim Schienennetz ist es ja ein bisschen problematisch. Ja, aber ich... Ja. So weit wie möglich, ja. WP 47, der Ausbau von Speichermedien. Tja. Was sind das? Wären das zum Beispiel Wassertürme? USB-Sticks. Ja. Massenspeichermedien. Ja, also da ist auch noch viel Gehirnschmalz reinzustecken. Es gibt ja durchaus irgendwelche Möglichkeiten aus Wind. In den USA haben sie ein Projekt gemacht, wo sie Druck erzeugen. Ich weiß gar nicht, wie sie das genau machen. Das heißt also, wenn die Windenergie nicht direkt eingespeist wird ins Netz, weil sie gerade nicht gebraucht wird,
Und dann soll sie eben nicht verloren gehen, sondern wird irgendwo Druck erzeugt, wie auch immer genau das gemacht wird, um danach eine Turbine betreiben zu können, bei Bedarf. Ja. Ja, Speichermedien ja ausbauen, ja, forschen vor allem. Gibt da viele Ansätze. Es gibt die Möglichkeit, irgendwie mit Wasserstoff und Methan das irgendwie zu speichern oder in Batterien, zum Beispiel auch in Autobatterien, wenn man dann Elektrofahrzeuge hätte und so weiter. Also Ideen gibt es da viele. Weit fortgeschritten ist da noch nicht viel. Und ich glaube, dieses Speichergesetz, was hier gefordert wird, soll quasi darauf abzielen, dass man solche Speichertechnologien irgendwie schneller bekommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich tut. Ich glaube, allein so ein Gesetz zu haben, das bringt noch keine Speichertechnologie. Das stimmt auch. Man könnte natürlich noch ein bisschen Geld bei den Universitäten sparen, ein bisschen die Ausbildungsmöglichkeiten und die Zugangsmöglichkeiten zu Universitäten ein bisschen beschränken. Dann wird sich sicherlich ein großer Stromkonzern finden, der dann der Bundesregierung tolle Lösungen bietet. Tolle Idee ist wahrscheinlich Studiengebühren und aus diesen Gebühren eben so Speichermedien finanzieren. Genau, davon können wir Batterien dann kaufen. Ganz viele USB-Sticks. Genau. Ja, nee, also von der Idee her gut. Ja. Ich finde es auch unterstützenswert. Ich stimme dem zu. Ich weiß halt nicht, wie das Speichergesetz aussehen soll. Ich finde es halt ziemlich ich finde es nicht so doll, weil es ist halt so Aktionismus ist das ja, okay. Irgendwie. Wir machen jetzt ein Gesetz und dann passiert hoffentlich irgendwas. Naja, es kann ja auch, also du kannst ja auch ein Speichergesetz, in dem du, naja gut, stimmt, du könntest halt in bestehende Gesetze das einbringen. Du kannst auch im erneuerbare Energiengesetz irgendwie das mit verankern und in der Praxis ist es eh wichtiger, dass im Grunde braucht man halt Forschungsgelder für diese Gebiete. Also Forschungsgeld nicht in CCS und Fracking stecken, sondern in solche Sachen. Was soll der Blödsinn? Ja. Genau. Also ich weiß nicht, Speicher. Also den Antrag finde ich. Also es bringt nichts. Ich glaube, das bringt einfach nichts, das ins Programm aufzunehmen. Ja. Das ist der hat irgendwie keinen. Also, ja, man erkennt, was es soll, aber mit einem Gesetz schafft man das nicht. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Wir haben Pflicht zur Einstimmigkeit, nicht wahr? Nee, haben wir nicht. Nee, hast mich aber trotzdem überzeugt, ja. Ich meine, das erneuerbare Energiengesetz regelt halt so Dinge wie: wer einspeist, kriegt halt Geld. Eigentlich muss es in die Unis gehen und die müssen vernünftig forschen können. Das ist halt auch immer das Problem. Gut, gehen wir einfach weiter. Ja. WP48. Kein Ausbau des Braunkohleabbaus. Ja. 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 Weiter. WP49. Einbeziehung der Bürger bei der Nutzung von Windstrom. Haha, jetzt kommt's hier. Es müsste, glaube ich, schon stattfinden. Also zum einen hat man als Nachbar ein Klagerecht, wenn der Nachbarn eine Baugenehmigung erhält oder hat da Einspruchsrecht? Ich weiß nicht. Also ich war ja gestern. Ach, also stimmt, vorgestern, ihr wart ja auf dem Turm. Vorgestern war ich auf einem Du bist Mittrag. Also schon lobbyverseucht. Erzähl. Ich bin schon lobbyverseucht. Gestern wurde uns erzählt, dass das sehr schwierig ist. Solche Dinge wie
dass Bürger zum Beispiel, also Bürgerwindparks oder sowas, ne? Mhm. Diese Idee, dass Leute sich irgendwie ein Windrad kaufen. Ja. Und damit quasi Strom erzeugen und dadurch halt Geld bekommen und sich dann über ihr Windrad freuen. Das Ding ist, das ist unglaublich teuer, so ein Windrad. Und deswegen ist es wohl real, passiert's nicht. Mhm. Und auch bei Gemeinden passiert's nicht, weil auch Gemeinden fehlt das Geld, so ein Windrad zu kaufen. Und da muss halt immer irgendwie ein Unternehmen im Moment noch hinterstehen. Ist ein bisschen schade, ne? Ich wäre ja fast dafür, dass eine Gemeinde für einen Windrad einen Kredit kriegt, dass sie das Ding bauen können. Weil ja, sowieso. Das rentiert sich ja irgendwie. Ja, natürlich. Überleg mal, Deutschland kriegt doch Geld, wenn es Kredite aufnimmt. Also ja. Ja. Wir werden selbst abbezahlt. Also ich finde den, für mich wirkt dieser Antrag hier so ein bisschen auch auf Verhinderung. Also, ich glaube, das ist heutzutage auch schon, ich war ja nicht auf der Veranstaltung, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es heutzutage auch schon schwer genug ist, für jemanden einen Windrad aufzustellen. Die Einbeziehung der Anwohner und Nachbarn ist heute schon gegeben. Man kann gegen die Baugenehmigung klagen. Und das dadurch noch mehr Einbeziehung und so weiter zu unterbinden oder zu einzuschränken. Meinst du, das geht auf Verhindern? Ja, für mich ist das irgendwie so, ja, Ökostrom ja, aber bitte nicht in meinem Vorgarten, wirkte das für mich. Also ich, da habe ich gar nicht so die Bedenken. Dass die Betroffenen stärker Einfluss auf die Planung nehmen können, es muss sichergestellt werden, dass die betroffenen Kommunen finanziell von den Anlagen profitieren, okay. Das halte ich, das ist halt auch so. Ich glaube nicht, dass es ein Verhinderungsantrag ist, nach dem, was da steht. Nicht? Ich finde auch, also es geht halt darum, dass eben die Kommunen da mehr von haben, dass, ne? Und also einerseits, dass es halt den Richtlinien nach funktioniert, aber die sind eigentlich schon sehr gut in Deutschland, dass wenn da irgendwie Windräder ganz nahe an Siedlungen oder sowas gebaut werden, dann ist es meistens schon irgendwie, geht da irgendwas schief. Also dann Ja, ich stimme mich. Ja, also es gibt ja so den Mindestabstand von 1 Kilometer. Mhm. Und da hast du keinen Schlagschatten mehr. Es sei denn, die Sonne steht irgendwie ganz tief. Aber dann ist es halt nur ein paar Minuten. Ja, genau, stimmt bei dem Schlagschatten. Und von der Geräuschentwicklung, wenn der Wind irgendwie ungünstig steht, kann es natürlich sein. Das ist von Straßen auch. Und aber das hast du von, genau, das hast du in anderen Möglichkeiten auch. Und optisch. Ja, gut. Dann stell lieber das rauchende Kohlekraftwerk dahin, ja. Das ist dann nicht nur optisch unschön, gut, klar, sondern davon bräuchte deutlich weniger, könnte man dann argumentieren. Aber ja, ist ja auch, aber stimmt, du hast recht, ich war mich ein bisschen, ich habe den jetzt nur gerade überflogen, dass die Betroffenen stärkeren Einfluss auf die Planung nehmen können. Das ist so ein bisschen das, was mich stört. Also was vielleicht. Das wird zwangsläufig zu so einem Verhinderungsding kommen führen. Würde ich schon sagen. Und also klar, es muss mehr, vielleicht mehr Aufklärung betrieben werden oder so, aber also ich finde den Antrag an sich nicht schlecht, aber Ich höre mir den am Landesparteitag mal an. Ich freue mich. Also ich habe halt, wie gesagt, das Problem mit diesem Einfluss, mit der Einflussnahme. Das ist für mich dann. Ja, aber es ist ja nichts. Also die haben schon das Ziel, dass es mehr. Die haben uns ja da gestern erzählt, was sie alles Tolles machen. Mhm. In puncto Bürgerbeteiligung. Dass halt die Pläne ausliegen und so und jeder da sich einbringen kann und puncto Planfeststellungsverfahren und sowas, ne? Ja, es ist halt so. Und dass sie dann auch Dinge fördern, irgendwie Projekte fördern in der Kommune und sowas. Das ist ja alles schön,
was die Energieunternehmen da so machen oder die Windstromerzeuger da so machen. Ist aber meiner Meinung nach auch der falsche Weg. Ja. Nicht die Unternehmer sollen sich aussuchen, welche Projekte sie fördern. Die Unternehmer sollen gefälligst Geld an die Kommune abführen und die Kommune soll sich dann in Gemeinschaft mit ihren Einwohnern Gedanken machen, wofür sie das Geld ausgeben. Ja. Also nicht die Leute, die irgendwas Tolles bauen, sollen entscheiden, in welchem Projekt das Geld fließt. Das geht halt nicht so. Ja. Also es müsste halt irgendwie. Aber das ist ja wieder ganz anderes. Es müsste halt irgendwie vielleicht so gemacht werden, dass da, wo ein Windrad steht, auch die Steuern bezahlt werden müssen. Also für dieses Windrad, für die Stromerzeugung dieses Windrads. Und dass es eben nicht abfließt oder das Geld nicht abfließt dahin, wo der Firmensitz ist. Es ist halt wieder dieses grundlegende Problem, dass man zum einen das Mehrzentrum, macht's dezentral, macht's klein, dass die Kommunen die Dinger selber bauen, macht kleine Stadtwerke, die selbstständig unter Bürgerkontrolle oder Einfluss arbeiten. Holt euch da gerne Investoren rein, da will ich ja jetzt nicht per se gegen sein, aber lasst euch nicht die Chefmütze wegnehmen. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da passt ja auch halt eben mit der dezentralen Produktion, dass halt eben nicht da Unternehmen XY kommt ein Riesenpark hinbaut. Ich war bei RWE im Ruhrgebiet beim Tagebau und da haben wir auch so eine Bustour mitgemacht, haben uns schön Schaufelradbäckerchen angeguckt und was haben die nicht alles Tolles gemacht? Ja, also die haben wirklich Seen angelegt und das ist jetzt viel bessere Umwelt als vorher und natürlich, das ist halt, aber ja, also okay, unter den Gesichtspunkten, ja. Ja, okay. Next one. 79, Sonnenenergie. Tja. Großflächige Energiegewinnungsanlagen durch Sonnenenergie. Ja. Und? Ich dachte, wir hätten schon aufgenommen. Nein, haben wir nicht. Na sowas. Wir machen Pause zwischendurch, jetzt ist es transparent, weil wir die Anträge auch kurz lesen müssen. Ja, also Ich find's gar nicht mal so gut, diese Solarparks. Nicht Windparks, sondern Solarparks. Weil Solar braucht halt viel Fläche. Und das ist halt viel Land, was irgendwie verschwendet wird. Und es gibt so viele Dächer, die dafür genutzt werden könnten. Vermietet die Dächer, knallt die Dächer voll und macht nicht sowas. Das ist auch direkt beim Verbraucher. Das ist direkt beim Verbraucher. Das ist direkt da, wo Energie erzeugt wird, wird es verbraucht. Und große Solarparks und so. Ist aber halt hier steht ja auch vorrangig versiegelte Flächen. Landverschwendung. Ja. Ja. Das sollte vielleicht lieber irgendwie renaturalisiert werden, aber. Ja, klar, und wo die Kommune sowas betreibt, da soll sie natürlich beteiligt werden. Ich meine, es gibt auch genügend öffentliche Gebäude. Da kann auch irgendjemand sich überlegen, ich möchte gerne hier das Landratsamt mit Solarzellen vollknallen und möchte euer Dach dazu benutzen und ihr bekommt halt so und so viel Anteil oder was ich weiß. Wie auch immer. Es sind ja viele Konzepte denkbar, aber knallt vor allem die Dächer voll. Macht sie alle voll. Macht sie voll. Ist nur noch die Frage mit der Umweltverträglichkeit von den Dingern, wie wenn sie entsorgt werden. Aber ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten, die relativ schadstoffarm inzwischen. Inwieweit sind denn da, was die Solarpanels angeht, die Rohstoffe unendlich, so wie das Öl und so. Ich meine, der größte Anteil ist halt Sand, ne? Mhm. Siliziumzeug. Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Deswegen frage ich so doof. Weiß ich auch nicht genau. Also da ist halt irgendwie. Aber gut, sind halt auch irgendwie Chemikalien drin und deswegen ist es wohl schwierig, die Dinger wieder zu entsorgen. Ja, aber die kippt man irgendwo ins Meer, da passiert schon nichts. Aber ich denke, da gibt es auch Mittel und Wege, das wiederzuverwenden und sowas.
man muss es nun mal machen. Es ist, ja. Aber das ging auch zu weit. WP80. Lärmemissionen. Tja. Lärmemissionen. So klar, dass Lärm eine Umweltbelastung ist, dass Lärm ein Gesundheitsrisiko darstellt und dass das natürlich berücksichtigt werden sollte. Das erfährst du ja gerade am eigenen Leib. Das erfahre ich gerade am eigenen Leib. Baustelle, wunderbar. Macht riesen Spaß. Auf der anderen Seite habe ich eine Schule hinten raus. Das ist aber auch für mich vollkommen in Ordnung. Das macht weniger her als ein Schlagbohrer. Ja, ich verstehe das mit dem Label nicht ganz, weil zum einen Einführung eines Lärmlabels, was soll da belabelt werden? Die Wohnung ist so und so viel ausgesetzt, aber hier steht ja von den Lärmquellen. Ja, zumindest weiß in der Begründung steht Lärmquellen. Das ist in der Energie mit drin. Mhm. Also zielt das jetzt auf die Windkraftanlagen ab? Frage ich mich. Ja. Im Energiesektor? Ja. Das ist Umwelt und Energie. Also es ist. Na, ist eigentlich im Bereich Energiepolitik jetzt eingeordnet, aber vielleicht ist es auch nicht eingeordnet. Ja. Also das mit dem. Mich stört so ein bisschen dieses Lärmlabel. Grundsätzlich sollte klar natürlich. Emissionsschutz ist auch Lärmemissionen und ja, kenne ich mich. Analog zum bekannten Energielabel für Kühlschränke, Waschmaschinen und Glühlampen. Genau. Das CO2-Label für Autos sollte eine einfache erfassende Kennzeichnung von Lärmquellen für zum Beispiel Wohn-, Arbeitsorte, Kitas, Schulen geschaffen werden. Genau, das kann ich zum Beispiel verstehen. Also ich meine, Arbeitsorte, Kitas und Schulen, okay, da kann ich von ausgehen, dass das Lärmquellen sind. Eine Wohnung ist aber ganz stark von dem Bewohner abhängig. Also wie soll ich mir vorstellen, also wie kann ich mir ein Label vorstellen, was eine Lärmquelle Wohnung bemisst? Was soll das sein? Also das ist mir irgendwie ein bisschen rätselhaft. Also wir haben in unserer Straße so Plattenbauten, das heißt die Wohnungen sind weitestgehend identisch. Und da gibt es einzelne Mieter, die sind Lärmquellen und andere sind weniger große Lärmquellen. Und das hat aber weniger, also da ein Label an die Wohnung zu geben. Ja, weiß ich nicht, höre ich mir mal an. Wahrscheinlich eher so der Lärm, der von außen kommt, ne? Das wäre die Frage, das wäre eben die Frage. Die Wohnung belastet oder eben den Arbeitsort oder die Kita. Ja gut, aber hier steht zur erfassende Kennzeichnung von Lärmquellen. Aber gut, das höre ich mir dann mal da an. Also ja. Ja. Also ich denke mal, das geht um den Lärm, der irgendwie von außen kommt. Damit sich jemand informieren kann, wie laut es ist dann hier, wenn ich hier hinziehe oder sowas. Das wäre dann vergleichbar eher mit dem Energiepass von Wohnungen. Ne? Gibt es denn schon eigentlich den Energiepass? Ist ja schon Pflicht. Also heißt der Energiepass? Sag mir jetzt. Wo Vermieter verpflichtet werden sollen, sozusagen einen Pass oder ein Dokument vorzulegen, wo eingestuft ist, hier Haus ist top isoliert und also Energieeffizienz und so weiter und dass du eben nicht den ganzen Winter durchheizen musst. Naja gut, also da bin ich mal gespannt auf die Vorstellung. Mal gucken, was man da so von Fragen stellen kann. Der WP81, CSS-Technologie. CCS. Ja, CCS-Technologie. Ja, Ablehnung. Gut, ich sehe, dass es Ablehnung ist. Ich habe den noch nicht gelesen bisher. Ich kenne ihn recht gut, den habe ich mitgeschrieben. Ja. Ah, gut. Ja, da geht es halt um die Ablehnung des CO2-Endlagers. Des CO2-Endlagers. Ja. Der ist auch so geschrieben, dass nicht generell die Speicherung von CO2 abgelehnt werden soll. Von daher ist ja, denke ich, ganz gut zu unterstützen. Mhm. Also ist im Prinzip CCS-Technologie ist eben die Verpressung von Kohlenstoffdioxid im Untergrund.
um halt die Kohlekraftwerke irgendwie sauber zu machen. Das ist quasi so ein Greenwashing. Ja. Mhm. Und ist halt Blödsinn und gefährlich. Auch die nächsten Generationen freuen sich, wenn die Kacke hochkommt. Ja, wenn die Kacke hochkommt, dann, wenn die Kacke wirklich hochkommen soll, dann bis an, bis über die, also bis an die Luft, wie auch immer, dann ist schön. Dann kippen da die Leute einfach um und dann war es das. Ja, ist mal passiert in Afrika, aber nicht infolge eines CCS-Unfalls, sondern weil da so eine eingeschlossene CO2-Blase irgendwie unter einem See war. Und da kam das mal hoch und dann war ein Dorf quasi ausgelöscht. Aber das ist doch bestimmt günstig und das ist so sauber und Klimaziele. Ja, genau. Genau. Ja, nee, also gut, zustimmen. Greenwashing für Kohlekraftwerke brauchen wir nicht. Ja. Dann sind wir schon im nächsten Bereich. Gesundheitspolitik. Gesundheitspolitik. WP 61, ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sichern. Tja, grundsätzlich Gesundheitspolitik, ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist sicherlich ein ernstes Problem, um das man sich kümmern muss, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfordert. Ich kenne ja auch diese Ärzte in Brandenburg Initiative oder Kampagne nicht. Ja, also, da kann ich nicht viel zu sagen. Klingt soweit erstmal ganz gut. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass es nicht gefördert wird, sondern dass es einfach keine Leute gibt dafür. Kannst du mir auch vorstellen. Mhm. Aber, ja. Da muss man. Das ist alles, was wir gesundheitspolitisch haben. Das ist alles? Jetzt weiter in die Bildungspolitik. Okay. Und Inklusion. Oh. Daran hätten wir Programmantrag 65. Mehr Geld für Bildung. Ja. Der Bildungsetat soll um mindestens 10% aufgestockt werden. Ist mal eine lustige Forderung. Also klar, warum nicht? Ich denke, dass man sich einigt, darüber sein kann, wenn man sich die Schulimmobilien anguckt, wenn man sich Unterrichtsausfall anguckt und weiß der Geier, was dass der Bildungsetat sicherlich Zuschuss brauchen kann. Pauschale Forderung um 10% hoch, ob das so sinnvoll ist, ist halt so die Frage. Ja. Also Schule ist wichtig, Bildung ist die wichtigste Investition in die Zukunft. Essentiellste, das sagen sie alle. Interessiert leider keine Politiker? Doch, das interessiert sie alle. Das Bildung ist ja oberste Priorität, ja, ist Chefsache, immer. Sachen, sagen und machen sind da, ist ja immer ganz unterschiedlich. Ja, also den Antrag, ja, auch klar, warum nicht. Trollen, zustimmen, 10% mehr. Macht mehr draus. Macht mehr draus. So, und jetzt kommt nochmal die Gegeninitiative. Das Gegenstück, keine Kürzung des Bildungshaushalts. Ja, selbstredend, weil wir erhöhen ihn ja. Wir kürzen ja nicht. Das ist doch ganz klar. Also auch WP. Also beiden zustimmen. Ja klar, natürlich. Nicht kürzen und erhöhen. Perfekt. Keine weitere Verbeamtung von Lehrkräften. Ja, ich weiß nicht. Das wäre WP 66. Das verstehe ich nicht. Also ich gab das Gefühl, dass es gibt ja... Also warum sollten wir gegen die Verbeamtung von Lehrkräften sein? Die Idee des Beamtentums ist ja, dass es eine gewisse Loyalitätspflicht zum Staat und seiner Verfassung und so weiter gibt. Und dass halt auch innerhalb der Strukturen ein Loyalitätsverhältnis da ist. Und ich finde das nicht verkehrt. Und es ist ja nicht so, dass unsere Lehrer in Deutschland einer grundsätzlich positiven öffentlichen Meinung ausgesetzt sind. Sie werden auch, ja gut, werden sie gut bezahlt?
ja, im Verhältnis zu dem, was so die prekär Verdienenden kriegen, werden sie vielleicht okay bezahlt. Aber nee, also ich wüsste nicht, warum man das wegnimmt. Das ist für mich so ein Neidding. Also nimmt ihnen das weg und nee. Also es ist, ich glaube, da geht es halt auch darum, dass wenn jemand erstmal verbeamtet ist, dann ist er halt schnell schlecht, wieder aus einer Position rauszukriegen. Ja, okay. Und der macht sich dann bequem dort. Das ist quasi diese... Ja, das ist... Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig richtig ist. Und ich finde, das ist mit Sicherheit nicht zwangsläufig richtig. Zeugt auch von diesen... Also es mögen sicherlich Umstände dazu führen, aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich das Beamtentum daran oder dass die Verbeamtung daran schuld ist. Und sie mag es vielleicht minimal fördern, aber nee. Ich finde es trotzdem... Nee, ich finde es trotzdem eigentlich begrüßenswert, weiter sie Verbeamte zu haben. Vielleicht wäre die sinnvollere Idee, mal die Verbeamtung an sich oder das Beamtensein an sich mal unter die Lupe zu nehmen, ob man da nicht was ändern sollte. Dass eben Beamte eben auch aus diesem Status wieder entlassen werden könnten oder weiß ich was. Es widerstrebt dem so ein bisschen, aber ich bin da jetzt auch zu platt, um da jetzt irgendwie, glaube ich... Weiß nicht. Nee, würde ich jetzt... da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Also ich finde das... Ich halte das Beamtentum für sehr, sehr wichtig. Kenne mich da auch nicht so aus. Und sehr, sehr gut. Aber ich kriege das jetzt... Eine Idee ist ja auch, dass die ihre Arbeit nicht einfach niederlegen dürfen. Ja, das ist eben dieses Loyalitätspflicht-Ding, ne? Also sie genießen gewisse Privilegien, dafür sind sie eben dem Staate zur Loyalität verpflichtet. Und ich halte das bei Lehrern für sinnvoll. Man hat dann Möglichkeiten, auf disziplinarischem Wege einzugreifen. Sie haben, wenn sie gegen ihre Loyalitätspflicht verstoßen, eben durchaus auch die Möglichkeit, den Status zu verlieren und verlieren damit Rentenansprüche. Das heißt, sie haben, natürlich ist das, es gibt die Möglichkeit, dass du bestimmte Personen eben raushalten kannst, wobei das natürlich auch sehr problematisch ist. Das ist in der Vergangenheit auch sehr missbraucht worden. Aber grundsätzlich hat ein Staat, wenn er vernünftig aufgebaut ist, ein Interesse daran, loyale Mitarbeiter zu haben. Und wenn wir die Schule staatlich organisiert haben, dann ist es sinnvoll, dass da eben nicht unten jemand sitzt, der sagt, interessiert mich doch ein Scheiß, was die da oben sagen. Und eben was ganz anderes durchsetzt und ja gut, kannst du ihn so entlassen. Über das Beamtentum kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch reden, ob das so sinnvoll ausgestaltet ist oder so, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein Befürworter. Ich glaube eher, statt die Verbeamtung zu verhindern, müsste man nochmal gucken, läuft dann alles so, wie es laufen soll bei den Beamten? Oder? Ja. Also, ja, ich bin auch ein bisschen zu müde, nicht so der... Ich bin nicht so überzeugt von dem Antrag. Nee, also ich bin dagegen. Ich bin da definitiv gegen. Was haben wir als nächstes? Jetzt kommen wir wieder zur finanziellen Gleichstellung, der auch schon als Grundsatzprogramm eingereicht ist und dafür vor vielen, vielen, von uns vielen als Stunden ungeeignet empfunden wurde. Und hier haben wir ein Wahlprogramm. Tja. Mein Problem mit den freien Schulen habe ich ja schon angesprochen, so ein bisschen. Ich finde auch, dass ich das halt eben ein bisschen weiß. Ich habe schon viele gute Argumente gehört dafür und ja. Es gibt einige gute Argumente, es gibt einige Argumente dafür, es gibt auch einige Argumente dagegen. Bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ja, ich höre mir das auch an. Also ich bin tendenziell eher gegen das, aber... Halt es halt irgendwo, klar, also es ist sicherlich
kann es sinnvoll sein, konkurrierende Methoden zu haben, freie Wahl. Aber ich sehe halt immer das Problem, dass dadurch Separation stattfindet, dass dadurch sich Gruppierungen immer abgrenzen, dass es eben dann nicht eine gute Durchmischung der Kids gibt, dass dadurch Vorurteile gefördert werden können und. Das sehe ich halt, ich wüsste halt nicht, wie man das verhindern könnte. Also sobald halt dann eben die Schulen auswählen oder sich die Eltern entsprechend an die Schulen wenden, habe ich das Problem, dass ich ja überall Subkulturen gründe. Ja. Naja, wobei, wenn man sagen würde, okay, jeder kann an jeder beliebigen Schule gehen und darf nicht abgelehnt werden. Darf nicht abgelehnt werden. Es sei denn, die Schule ist voll. Ja, aber, ja. Ja. Es wird dann halt eben, ja, es wird dann halt auch die Mittel geben. Also ja, das ist deswegen, also das ist, für mich ist das nicht, ich wünschte mir, dass gerade die Kids, wenn sie noch nicht indoktriniert sind mit irgendwelchen Vorurteilen, möglichst alles an Menschen antreffen können, was es eben an Menschen gibt. Und da sei es eine andere Hautfarbe, da sei es eine Behinderung und ich möchte, dass die Menschen, also ich glaube, nur so kriegt man tolerante Gesellschaft, als wir sie heute haben, zustande. Mhm. Und wenn ich die Menschen nach Einkommen der Eltern, nach Gehalt der Eltern, nach Besitzstand, nach Hautfarbe, nach Ansicht religiöser Art und Weise separiere, fördere ich nicht Toleranz. Nee. Und das ist mein größtes Problem eigentlich an der ganzen Geschichte. Ich wüsste nicht, also ich sehe da immer das Problem, dass man, also bei uns war es ganz stark an der, ich meine, auf einem katholischen jungen Realschule, bevor ich aufs Gymnasium ging. Und wir waren ein elitärer Haufen. Also es war ganz klar, dass wir uns total abgegrenzt haben von allen anderen Schulen. Total. Ja. Und das ist halt einfach eklig. Ja, gut, das hat mit dem Antrag relativ wenig zu tun, an sich. Ja, stimmt schon. Ja, aber das ist halt eben das Problem. Also deswegen bin ich gegen den Antrag. Weil ich die derzeitige Ausgestaltung von freien Schulen als Separation sehe und deswegen erstmal dagegen bin. Solange da eben nicht etwas verbessert wird, solange das eben so ist, wie es jetzt ist, bin ich dagegen. Da bin ich eher gegen das Modell der freien Schule. Okay. WP 68. Qualitätswettbewerb fördern. Tja, auch wieder mein Antrag für freie Schulen und freie Trägerschaft. Den Wettbewerb steigern. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr immer wieder aus dem Fenster lehnen. Jeder ist für Schule Experte, weil jeder schon mal auf einer Schule war. Zumindest fühlt das jeder so. Da will ich nicht in die gleiche Falle tappen. Ich habe eben, wie gesagt, das viel erwähnte Problem mit den Schulen in freier Trägerschaft. Ich sehe aber auch durchaus die Chancen, ja, ich weiß es nicht, da höre ich mir mal an, was da kommt. Ich wäre, ja, bin da unentschlossen. Da fehlt es mir. Was sagst du dazu? Qualitätswettbewerb fördern. Also. Ja, na, ist doch die gleiche Kerbe wie der Antrag davor. Ja. Gleichen Umfang auf finanzielle Forderungen durch den Staat wie in der öffentlichen Schule. Ja. Ja. Der nächste Antrag, WP 69. Visitationen an allen Schulen. Schulvisitation wird auf die Schulen in freier Trägerschaft ausgedehnt. Das, wusste ich nicht, dass das nicht stattfindet. Den würde ich zum Beispiel unterstützen. Also, weil ich habe halt eine Grundskepsis dagegen, was an Schulen in freier Trägerschaft unterrichtet wird. Es gibt da halt eben häufig. Ich habe eben diese Befürchtung, dass da eben diese Ausgrenzungsgeschichten immer stattfinden können. Und ich glaube,
das passt halt auch so ein bisschen zu dem Wettbewerb. Ich meine, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, ich würde mich mal auf die Schlagzeilen in entsprechenden nachrichtenähnlichen Publikationen freuen, wenn die ersten islamischen Glaubensverbände freie Schulen anbieten wollen und dann entsprechend Fördergelder auch oder vergleichbare Fördergelder kriegen wollen, dann wird es wahrscheinlich einen riesen Aufschrei geben von denjenigen, die Schulen in Trägerschaft von Kirchen, von christlichen Kirchen akzeptieren. Also das ist halt so ein bisschen mein Problem. Aber ja, also Schulvisitation, ich will jetzt nicht immer zu sehr auf diesem Thema rumreiten. Ich habe da eine gewisse Meinung, das ist vieles Gefühl und ja, ich lasse mich da sicherlich auch vernünftig überzeugen. Ich würde gerne da, also ich sehe, dass sehr, sehr, sehr viel Handlungsbedarf ist beim Schulsystem, gar keine Frage. Und das mag auch mit freien Schulen gehen, da fehlt mir irgendwie nur so ein bisschen das gesamte. Visitation hört sich aber für mich positiv an. Erstmal. Ja. Naja, klar, warum nicht? Dann wären wir bei WP 70, Inklusion. Der Inklusionsantrag nochmal fürs Wahlprogramm. Ja. Ich meine, steht ja an. Ja. Finde ich gut. Wenn wir bald haben, ja. Inklusionsschulen, und daher sollte man sich damit beschäftigen und das ins Programm mit aufnehmen. Ja, da bin ich auch wieder voll dafür. Dann haben wir auch den 71, der sich da direkt anschließt, die Umsetzung des Inklusions, der Inklusion. Ja, also ich finde den auch, kann man zustimmen, sollte man zustimmen. Finde ich gut. Mehr hätte ich dazu nicht. Warum? Ja. Ja, geht halt um die. Also erstmal natürlich erstmal die Inklusion kann nur funktionieren, wenn man die Leute entsprechend aufklärt und informiert, vor allem gerade auch Familien. Ich meine, es gibt, glaube ich, mehr Leute, die sagen, das ist wieder so ein wie bei der Windkraftanlage, die bloß nicht in meiner Sichtweite sein darf. Ja, Inklusionsschulen und so weiter, toll, 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 toll. Aber ich möchte nicht, dass mein Kind, und das sind halt eben also die Vorurteile der Eltern, dass mein Kind zusammen mit einem schwerstbehindert, mit einem geistig behindert, mit einem irgendwie andersartigen Menschen zusammen unterrichtet wird, weil mein Kind wird dann ja irgendwie zurückgehalten oder wird dadurch gebremst in Erwägung, dass da Aufklärung stattfindet. Dass das Personal gebildet, fortgebildet wird, dass die Schulen also daran, dass sie da entsprechend begleitet werden, die Lehrkräfte, wie sie damit umzugehen haben, wie eben ein integrativer Unterricht stattfinden kann. Und ja, ich glaube, diese Umsetzungs-, ich glaube, es ist auch die richtige Zeit jetzt dafür. Ja. Weil Stoffvermittlung ist gar nicht mehr so wichtig. Nee. Wichtig ist soziale Kompetenz. Aber wir brauchen noch Gruppen, von denen wir uns so abgrenzen können. Und das kriegt man halt besser hin, indem man mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommt und mit andersartigen. Ja, vor allem mit andersartigen. Das ist ja, das nicht zu Unrecht haben wir die größten Fremdenfeindlichkeitsprobleme genau in den Regionen, genau, wo es keine Menschen Fremden da sind, die noch nie Fremden begegnet sind. Das ist halt, ja. Das ist, deswegen. Und Stoff kann man sich dann im Internet belesen. Ja, dann kommen wir zum Thema Staat und Religion. Ein Trollantrag von dir, WP 774. Ja. Du willst also Staat und Religion frei halten, voneinander getrennt halten. Genau. Ich möchte aber einen Gottesstaat. Darum geht es in dem Antrag, dass eben alle Religionen gleich behandelt werden und dass eben der Staat und die Religion stärker voneinander getrennt werden soll, dass eben solche Religionsbeiträge nicht mehr über den Staat eingezogen werden. Und sich gedingen. Ja. Das ist der Antrag aus Berlin, der ist, glaube ich, 1:1 kopiert. Ja, den finde ich auch gut. Das ist halt, was man leider bei solchen Anträgen immer wieder betonen muss, ist halt, es ist nicht eine Religionsfeindlichkeit, um Gottes Willen. Aber es geht halt darum, dass in dem Bereich, wo Regeln oder Dinge
für alle Menschen geregelt sind, einfach nicht ein Einfluss einer Glaubensgemeinschaft da sein darf und da sein kann. Und ja, das muss man halt einfach trennen. Und bestimmte Privilegien sind halt, also wenn man der einen Glaubensgemeinschaft sie gibt, dann kann man nicht, dann kann man sie der anderen nicht verwehren. Und deswegen sollte man das da auch so weitestgehend raushalten und möglichst getrennt halten oder eben gleich. Genau, für mehr Trennung von Staat und Religion. Ja, auf jeden Fall unterstützenswert. Meine Stimme hast du. Dann wären wir in der Suchtpolitik angekommen. Wahlprogrammantrag 98. Ja. Das ist auch der Antrag aus Berlin zum Thema Suchtpolitik. Der war ein bisschen länger noch. Da habe ich einen Abschnitt rausgenommen. Da geht es eben darum, dass die Suchtpolitik, also dass man nicht mehr Drogenpolitik betreibt, sondern Suchtpolitik, dass man versucht aufzuklären, wie kann man oder durch welche Dinge kann man süchtig werden, was passiert, wenn man davon süchtig wird oder was passiert, wenn ich irgendwelche Substanzen zu mir nehme oder wenn ich in Abhängigkeiten gerate, dass man aber auch aufklärt, dass es nicht nur stoffgebundene Süchte gibt, sondern auch Dinge wie, weiß ich, Computersucht oder Internetsucht. Internetsucht oder wer weiß was. Ja. Dass man eben mal auf alle Sachen eingeht und erklärt, was da passiert. Und das ist auch dieses Schulfach Rauschkunde, was da in Berlin erwähnt wurde, dass man eben in der Schule quasi beibringt, was passiert, wenn man Drogen zu sich nimmt. Natürlich nicht ausprobiert in der Schule, sondern nur vermittelt. Och. Worum geht's da und was kann passieren und wenn ich in Abhängigkeit gerate, wohin kann ich mich wenden, wer hilft mir und so weiter. Ja. Dass man, da geht's da weiterhin darum, dass man die Drogenabhängigen nicht in eine kriminelle Ecke stellt. Ja, das ist ja häufig das Problem bei der... Weil dann grenzt man sie aus. Sie werden dann nicht versuchen, sich Hilfe zu suchen, sondern... Also aus Angst vor Bestrafung. Genau, weil sie Angst haben vor Bestrafung. Und dadurch reicht man sie halt noch tiefer in die Abhängigkeit und in die Beschaffungskriminalität und was man da alles so hat. Und da sollte man lieber versuchen, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, wieder rauszukommen aus ihrer Abhängigkeit, indem man zum Beispiel die Konsumenten da nicht in eine kriminelle Ecke stellt. Ja. Jemand, der ein Suchtproblem hat, hat in der Regel genügend andere Probleme, da muss man nicht noch mehr draufladen, sondern denen sollte man helfen. Genau, und dann geht es um Sachen wie, dass Leute, die in Abhängigkeiten sind, eben die Drogen bekommen können und die auch geprüft sind. Also, dass da keine irgendwelchen schädlichen Substanzen drin sind, außer der Droge an sich. Also, wer schon abhängig ist, dass er sich vielleicht irgendwie über einen Weg, einen Drogennetzwerk, was ihnen da vielleicht hilft, da rauszukommen, Substanzen beschaffen kann, die dann irgendwie nicht gestreckt sind und nicht irgendwie gepanscht sind, was dann noch gefährlicher ist. Ja. Da ist man dann auch dran, den Menschen dran und kann halt auch mit denen in ein Gespräch kommen. Man kann sich um sie kümmern. Da könnten Personen sein, die ihnen helfen können. Ist halt, gleichzeitig ist es aber auch eben die Frage, dass halt eben dieser Zwang, also ich meine, wir haben freiwillige Selbstschädigung, ist halt, du kannst dich halt freiwillig selbst schädigen und darfst dich halt freiwillig selbst schädigen. Also die Leute nicht bevormunden, aber gleichzeitig halt eben Hilfe anzubieten, Hilfsmöglichkeiten. Und die meisten Süchtigen werden, ja, denke ich mir mal, sehr froh sein, wenn ihnen andere Möglichkeiten gegeben werden, wenn ihre Probleme, die sie in eine Sucht geführt haben, ernst genommen werden und sie angesprochen werden und sie eben nicht
unter dem Damoklesschwert der Verurteilung wegen Besitzes von oder genau. Handels mit verurteilt würden oder wenn ihnen das droht. Und dass man auch mal versucht, irgendwie alle Süchte auf eine Ebene zu stellen. Also Medikamentensucht ist genauso schlimm wie die Abhängigkeit von Kokain oder was ich weiß. Ja. Also. Ja, ich meine, es gibt ja auch viele andere Süchte. Magersucht, also irgendwelche überhaupt Essstörungen sind häufig ja auch suchtähnliche Verhalten. Die Killerspieler, die dann regelmäßig Amok laufen. Ja, ja. Also. Jetzt geht's schon wieder ins Getrolle. Was? Ich troll doch nicht. Nein. Ist auch so ein Killerspieler, ne? Ja. Darum geht's in diesen Anträgen. Also in diesem Antrag. Mhm. Ja, finde ich gut, sehr gut. Der hat mir in Berlin schon gefallen. Ja, eine Passage habe ich rausgenommen. Und zwar die Passage Schwerstabhängigen konsequent helfen und Begleiterkrankungen verhindern. Da ging es darum, wie aktuell in Berlin quasi die Hilfe läuft und wie sie besser laufen könnte. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt, wie es gerade in Brandenburg läuft. Deswegen habe ich den Antrag draußen gelassen, weil was auch immer in Brandenburg läuft, wahrscheinlich wird es nicht das gleiche sein wie in Berlin. Weil Berlin hat wahrscheinlich mehr mit Suchtkranken zu tun, könnte ich mir vorstellen. Mit anderen Suchtkranken. Na, mit den... Wir haben in ländlichen Regionen manchmal Nationalsucht. Ja, ja. Wird uns zumindest nachgesagt. Und hat da sicherlich ganz andere Programme als Brandenburg. Ja. Und von daher müsste man mal in Brandenburg gucken, was gibt's da im Moment für Hilfe und wie kann man das weiter fördern oder verändern oder verbessern. Ja. Genau, und deswegen habe ich die Passage rausgenommen, weil die würde wahrscheinlich für Brandenburg nicht passen. Mhm. So. Tja, dann kommt Thomas' Antrag. Präventionsunterricht an Schulen, WP 88. Ja. Ja, das ist ja... Hat er an der Stelle auch meinen Antrag auseinandergerissen? Das habe ich auch gerade überlegt. Weil das ist ja auch durchaus durch deinen gedeckt. Deswegen würde ich da auch sagen, ja, zustimmen. Bei 89 Freigabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Bist du noch bei dem 88? Mhm. Ach so, das ist der Antrag aus NRW zum Thema Suchtpolitik. Mhm. Oder nicht Suchtpolitik, sondern Drogenpolitik. Also das ist der Drogenpolitik-Antrag. Okay. Den fand ich eigentlich nicht so schön, weil er dieses Prinzip nicht umkehrt. Mhm. Also dass er nicht sagt, es gibt Süchte, sondern dass er weiterhin sagt, es gibt irgendwie Drogen. Das bezieht sich dann so auf diese stoffgebundenen Süchte. Ja, aber an sich ist ja schon okay, der erste Antrag. Mhm. 89, Freigabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Ja, da bin ich halt ich bin eh der Meinung, dass auch zu nicht medizinischen Zwecken Cannabis ist so harmlos. Also das zum einen, also und ja. Ja. Ist klar, dass man damit nicht Auto fahren darf. Das ist deswegen absolut auch keiner, logisch. Und will auch keiner, dass das Babys in die Milch kriegen und dass es Kinder kriegen. Das ist aber bei Alkohol und Nikotin genau dasselbe. Und das weit negativ. Bei so einem Stoff wäre da kein anderer Maßstab angesetzt, logischerweise. Ja. Deswegen, ja, natürlich. Ich würde noch weitergehen, aber ja. Sucht, Drogen und Suchtprävention. Ja, wie der Thomas. Ja, ist ähnlich wie bei dem, den ich gestellt hatte, der aus Berlin kommt, nur dass es eben der NRW-Antrag ist. Ja, muss man mal gucken, wie dann da die Stimmung so ist. Wie die Konkurrenz läuft. Weil das läuft ja alles so in Konkurrenz zueinander. Mhm. Na. Ja. Also ist auch in Ordnung. Ja. Dann sind wir im nächsten Punkt. Haushaltspolitik. In der Haushaltspolitik. Barrierefreier und maschinenlesbarer Haushalt. Vom MVG.
Ja, finde ich einen guten Antrag. Jetzt möchte das, also maschinenlesbarer Haushalt, ja, ich möchte sowieso einen maschinenlesbaren Staat und alle Daten, geht so ein bisschen in die Open-Data-Richtung. Richtig auch, nicht nur irgendwie als PDF-Dokument möglichst noch eingescannt vom Papier, sondern in vernünftig digital verarbeitbaren Dokumenten, möglichst freien. Also eben jetzt auch nicht Microsoft Office, was nutzen die Behörden gerade, vielleicht 97 oder sowas, was dann auch nur wirklich weder abwärts noch aufwärtskompatibel irgendwie lesbar ist, sondern halt wirklich möglichst freie Formate. Open Document wird hier vorgeschlagen, zum Beispiel. Ja, finde ich so ein guter Antrag. Ja. Sollte mit dem Open Data auch erfasst sein und ja. Aber speziell auf den Haushalt, finde ich, kann man das auf jeden Fall genau, so auch nochmal stellen. Ja. Dann der nächste Antrag. Unzulässigkeit von globalen Minder- und Mehrausgaben sowie Platzhaltern im Haushalt. Ja, das ist, denke ich mal, auch gut. Kann man auch so unterstützen. Wir haben in Berlin gerade die Debatte gehabt von den Piraten mit den Schattenhaushalten. Das könnte man da vielleicht ja auch sogar noch mitnehmen, ne? Was so an möglichen Risiken oder Schulden oder sonst irgendwas an Unternehmen liegen, die der Stadt gehören, die beziehungsweise an denen die Stadt beteiligt ist, wo sie möglicherweise mithaftet oder die Kommune oder das Land. Ja, finde ich auf jeden Fall auch einen unterstützenswerten Antrag. Du guckst ein bisschen skeptisch. Ja, nein, darum geht es ja nicht so wirklich. Nee, aber oder sowas. Hier geht es um die Platzhalter, aber. Ja, ich weiß nicht, wozu die gut sind, also warum man das macht. Weil man die Kosten noch nicht abschätzen kann von oder Einnahmen und Ausgaben von gewissen Sachen. Ja, also ich halte mich, glaube ich. Tja, also genau, es wäre mal interessant zu wissen, welche Platzhalter, das stimmt schon, definitiv. Lasse ich mich auf mich zukommen, was da so ein Problem fragen und so. Ja. Sagt mir jetzt nicht, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Dann Wahlprogrammantrag 93, Einführung des doppischen Haushalts und Rechnungswesen auch auf Landesebene. Hm. Ja, es hört sich für mich ganz vernünftig an. Ich bin allerdings kein Buchhalter, ich kenne mich nicht aus in doppelter Buchführung. Ich habe mal grob so ein bisschen in so eine Vorlesung reingeschnuppert. Aber bin ich halt kein Fachmann, müsste mir nochmal erklären lassen, könnte ich deswegen relativ wenig zu sagen. Da geht es mir ganz ähnlich. Deswegen. Kenne ich mich auch nicht so wirklich aus, kann ich nicht viel weiterhelfen. Da ist auch nicht mal die Laienbildung so, dass ich da jetzt irgendwie einfach wild drauf lospöbeln würde. Es gibt eine relativ ausführliche Begründung, die habe ich mir jetzt noch nicht durchgelesen, vielleicht erklärt sich das dann. Da hat der liebe MVG ein bisschen Vertrauensvorschuss von mir. So, ja. Guckt euch mal die Begründung an, vielleicht erklärt sich dann das Ganze. Das werde ich auch noch tun. Ja. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ganz schön lang geworden. Ja. Wir haben jetzt 3.30 Uhr durch. Mhm. Was sagt die? Die Aufnahmezeit. Die Aufnahmezeit. Jetzt klappert's am Mikro. Ja, nochmal. 1,5 Stunden drauf. Also 1:40, glaube ich, haben wir jetzt. Ja, dann Stunde haben wir. Dann haben wir 3-4 Stunden. 4 Stunden fast. Naja. Na, 3,5. 3,5 Stunden durch. Dürft ihr euch, wenn ihr wollt, 3,5 Stunden Podcast anhören. Ich hoffe, wir wurden am Ende nicht zu müde. Wahrscheinlich, jetzt werden wir wieder wach, weil wir wissen, dass es zu Ende ist. Ja, es war schon ganz schön anstrengend gegen Ende. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr sagen können, ein bisschen ausführlicher drauf eingehen können, aber... Oh. Dafür sind wir durch mit allen Programmanträgen, immerhin. Wir haben so gut es uns möglich war, ihr seht, dazu was Stellung genommen und wenn wir Quatsch erzählt haben, sagt es.
Wir erheben nicht den Anspruch unsinnfrei. Und Unsinn for free. Ja. Es ist willkommen. Kritik ist willkommen. Wir haben kritisiert an Anträgen, kritisiert uns für unsere Kritik, kritisiert uns für unser Lob an falschen Stellen. Ihr dürft uns aber auch loben. Ah ja, was man noch sagen kann. Jetzt zum Abschluss bin ich ganz froh, dass wir ja endlich das auf die Reihe bekommen haben, dass die Einladungscodes für die Neumitglieder für Liquid Feedback rausgegeben sind. Weil an vielen Stellen, auch bei Anträgen, die wir jetzt ganz positiv gefunden haben, gibt es so Formulierungsdinger, wo man sich hätte irgendwie was Besseres einfallen lassen können, dass es irgendwie schöner ist. Ja. Und das hätte man, sowas hätte man hinbekommen, wenn man frühzeitig irgendwie die Anträge online gestellt hätte und die dann durch einen gewissen Entwicklungsprozess hätte laufen lassen. Und sowas kann eben Liquid Feedback. Und das ist schön, wäre schön, wenn wir das zum nächsten Mal hinkriegen, rechtzeitig die Anträge dort einzustellen, einen Monat vorher oder wie lange die Liquid Feedback Laufzeiten sind und dann eben diesen Prozess zu durchlaufen. Es müssen sich halt jetzt auch viele anmelden. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Jetzt müssen die Leute rein. Ja, rein. Ihr müsst rein. Es kann nicht sein, dass mit zwei Zustimmungen jetzt irgendwie eine Quote überschritten wird. Und macht mit, meldet euch bei den einzelnen Themenbereichen an. Auf den Stammtischen, erklärt den Leuten, wie es funktioniert. Genau, oder fragt nach. Wenn ihr nicht wisst, wie, dann hilft euch hoffentlich jemand. Schmeißt in die Spielwiese was rein. Es gibt auch YouTube-Videos, die erklären, wie es funktioniert. Podcasts. Klabautercast hat eine Folge dazu. Klabautercast hat dazu was gesagt. Wer über die theoretischen Grundlagen was wissen will, gibt es ein CAE dazu, ein Chaos Radio Express. Es gibt Vorträge vom Chaos Communication Kongress in Berlin. Die sind sogar schon aus Zeiten vor Gründung der Piratenpartei. Also macht euch schlau. Interessantes Werkzeug, tolles Werkzeug. Gibt gute Möglichkeiten zu nutzen. Gibt ganz viel, ganz, ganz viel sicherlich auch noch dran zu entwickeln und auch dran zu kritisieren. Aber es ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen das effizienteste Tool, was wir haben, würde ich sagen. Ja, wenn man rechtzeitig die Anträge dort einstellt, dann kann man oder und die Leute seine Prototypen-Anträge da einstellt, dann kann man hinten am Ende was Tolles bei rauskriegen, wenn genug Leute mitmachen. Genau. Und das ist natürlich alle gefragt. Ja, da braucht es natürlich auch Kompetenz. Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Kompetenz. Also, fuchst euch da rein. Wir sind fast 1000 Mitglieder jetzt, oder wir sind über 1000 Mitglieder in Brandenburg. Da könnten wir echt toll zusammenarbeiten. Und das wäre wirklich, wirklich schön. Ansonsten arbeiten wir jetzt erstmal auf dem Landesparteitag toll zusammen. Genau. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende. In Luckenwalde. Gut, jetzt haben wir euch lange genug gelangweilt. Viel Spaß und bis dahin, wa? Tschüss. Tschüss.